schönen guten Morgen am gefühlten Freitagmorgen. Heute ist Mittwoch, der 17.05. Letzter Arbeitstag dieser Woche. Ab gestern an dem Baum habe ich mir die Begrenzungsleuchte geschossen hinten. Und wollte ich jetzt heute Morgen machen lassen zuerst, aber dann fahre ich nach Otterbach an den Aldi-Markt. Dann lade ich den 938, einen von den beiden, kommt auch nach Saarbrücken hinter, da wo der KMC steht. Dann auf dem Rückweg fahre ich in, ich weiß nicht genau wie es heißt, bei Zweibrücken den blauen 938, den ich da hingefahren habe, den hole ich dann wieder ab. Den bringe ich wieder zurück nach Sembach auf den Bauhof von dem Kunden. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das ist Gefühl der Freitag. Vielleicht lasse ich dann meine Begrenzungsleuchte machen. Denn ich habe mich so geärgert darüber, dass ich den Rotz wieder alleine machen musste. Ich wollte einfach nicht mehr filmen. Zumindest draußen. Im Fahrzeug habe ich ja dann gefilmt. Ein beschissener Tag. Hoffe, der heutige wird besser. So, jetzt Rücklicht. Hab mein Rücklicht immer noch nicht gemacht. Ich komme zu nichts, echt. Nicht, dass ich Stress hätte irgendwie, aber es ist einfach, du hast immer irgendwas zu tun, und das, was du tun willst, das klappt einfach nicht. Vorne steht noch der 956. Die Kamera ein bisschen, das sieht richtig schmal aus, so, oder?
mir auf meinen Kameras. Schön, dass du blinkst. Da muss ich jetzt mal drüber reiben kurz, wenn ich stehe. Ein Geschmier ist drauf. Für den Bab.
hier an dem Aldi-Markt ist gerade Baustopp. Weil Verdacht auf Kampfmittel. Also liegen wohl ein, zwei Bomben drin da, oder? Deshalb ist ja auch alles zu. Und den einen Bagger ziehen wir jetzt dann ab hier und der geht rüber nach Saarbrücken. Quasi. Hält so lange, bis wir an der Baustelle sind. Ich dachte eben, die Ampel wäre rot. Okay. Nur die links abbiegende Ampel, alles gut. Thank you.
Anliegerfreischild steht. Ist dein Plan? Ich fahre jetzt einfach mal vorher, gucke, wie der da vorne steht. Und dann machen wir ein Hubkonzert. Und wenn ich rumkomme, fahre ich rum und wenn nicht, fahre ich halt wieder rückwärts hoch. Müssen wir halt. Wo geht die Straße rückwärts hoch oder was? Ich bin die Ralf hergebracht habe, sind wir Radi. Von der Ampel ohne sind wir rückwärts hochgefahren. Also ich. Ach so. Weil vorwärts ging nicht. Vorwärts hat nicht gereicht. Na ja, komm. Scheiß Kreisel hier. So, wenn jetzt mal gucken, da vorne. Vorne links, ne? Nach dem Zebrastreifen. Ja, genau. Da sind ja rechts die ganze Hundsbrunzer hier. Und wenn der links steht, kommt ich da nicht rum. Ach so. Wenn der links steht. So. Ich hoffe, der steht. Und du bist am Auto vorbei. Ja, aber hier vorne steht eine. Ach so. Schrei. Geht. Es sieht gut aus. Ja, hinten ist es sehr schön. Aber ich komme aber nicht. Das reicht nicht. Kann ich ein Stückchen an euch darum zurücklegen? Ach so. Ja, weiter. Weiter. Immer weiter. Weiter. Und wieder kann ich noch zurück. Gut. Warte, ich gucke. Ich glaube, hinten drin. Ja, war am Fahrer. Weiter. Ganz hinten ausscheren, wenn du willst. Und rum. Willst du noch ein Stück zurückfahren? Ja, es passt. Ja, passt. Ich bin durch, Mann. Na, geht doch. Sehr gut. Hey, gelacht, wir standen auf dem Plan, ich war eine ganze Zeit lang. Denke ich, hätte man auch können hier an der Kreuzung eventuell drehen. Da kommt ein Bus als runtergefahren von da. Ja, ich weiß. Von hier rechts. Ich sag ja, zur Not hätte man können hier drehen. Was will denn der? Wer? Alter, kommt gerade in der Hecke, rennt die Karre wieder mit
mit, super, stehen wieder alle Autos, stehen wieder Mitte drin im Weg, doch. Ja, ich habe schon angerufen, ich soll mal die Autos auf die Seite schaffen. Da steht wieder alles Mitte drin im Weg, doch. Mal aussteigen und helfen. Stehen. Du kannst eigentlich. Ja. Also ich ziehe jetzt da vorne rechts den Zaun weg und fahr gar nicht weiter hin. Okay. Ja, ich, aber warum stehen die mit der dicken Bonze-Karre? Steht wieder alles? Steht wieder drin, du? Das ist ein ganz normaler Standard. Ja. Ich bin kurz draußen. Alles gut. Ich komme auch raus. Ich versuche jetzt mal hier rein. Genau, geh mal da hin, du. Ja. Ich war scheiße, da kommt keiner, ich hab die Straße komplett zu. Gut. Gut. Ja, da kommt. Da kommt aber schon in der Hergeluft. Ja. Wie sieht's denn hinten aus, Botschte? Tut schon lang, leider. Wie lange dauert das? Ja, ich fahr gleich, sobald der drin ist, fahr ich darüber. Aber der Kollege muss erstmal rein mit deinem Geschoss. Ich komm aber nicht ganz drin. Kommst du nicht ganz drin? Nö, ich muss so. Ja, komm nicht ganz drin. Ich muss so. Anders, da können wir nicht abladen. Einen halben Meter vielleicht noch. Dann reicht das hinten durch. Ja, also. So, ich hoffe, ich komme hier unten wieder raus. Ich habe keinen Plan, wo ich da gerade, wie ich da jetzt fahre. Ist schon, läuft schon. Ich halte das Maul. Alles gut. Vielen Dank. So, wie das war. Vielleicht bis später. Warum? Ja? Wie hast du das gemacht? Ah gut, okay. Erlaubt. Nach Gefühl denkt er. Weil man entweder kann es oder kann es nicht. Noch. Wollt man so tief hängen, ey. Jetzt direkt. Ach, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Ah, das könnte reichen. Reicht alles gut.
gucken, ob ich zuerst drehen fahre und dann. Ich glaube, ich werd wieder hier vorne links stehen bleiben. Steht noch was. Jeder denn der Bagger? Da bin ich jeder. Eieiei. Steht da noch ein Kranzug drin. Ohne Löffel dabei. Scheiß Löffel wieder mitnehmen. Ohne Löffel. Der Bagger will nicht. Er zeigt ca. 10 Fehlermeldungen an. Ich habe jetzt hier mal den Hauptschalter ausgemacht. Dazu muss man immer warten, bis dieses Licht hier aus ist. Das sieht man leuchten. Wie gesagt, der Hauptschalter aus. Jetzt warte ich noch ein paar Minuten. Beziehungsweise der ist jetzt bestimmt schon 3 bis 4 Minuten aus. Ja, ich mache mal wieder rein. Hauptschalter drin. So, Zündung an. Keine Fehlermeldung. Das heißt nur die Zündung an. Starte jetzt den Bagger. Springt einwandfrei an. Habt ihr das gesehen? Es wird gerade eben rot. Und gehe ich jetzt hier drauf. Eine ganze Latte an Fehlermeldungen. Der Bagger tut auch nichts. Er ist jetzt eigentlich im Einsatz. Einsatzbereit, ich ziehe hier den Hebel, dann müsste er den Arm heben. Der rechte Hebel macht gar nichts. Der linke geht. Ja, ich kann schwenken. Das geht alles einwandfrei. Ich kann den Stiel hochfahren, ich kann den Stiel runter machen. Aber hier der Bagger. Rufe ich den Kollegen mal an. Schauen wir mal.
Einer sagen, ich hab einen geilen Job. Ich habe geladen. 12.39 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. War hier eben ein Nachbar. Ein älterer Mann, ich denke weit in den 80er Jahren. Er kam hierher, lief uns ins Auto. Ich hab gerade gekehrt. Schrieb sich meine Autonummer auf. Was mir wirklich leid tut, ich meine, er wird das hier nicht sehen. Ich habe den ziemlich angefahren, warum er sich meine Autonummer aufschreibt, ob ich irgendwas Falsches gemacht habe. Der arme Mann hat bald oder fast angefangen zu weinen. Es tut mir so leid. Ich, ja. Sich dann vielmals entschuldigt und ja. Tut mir echt wahnsinnig leid. Das war nicht meine Absicht, dass ich den Mann so schocke, quasi, keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann hier drehen. Das wird gleich laut werden, denke ich. Wenn ich hier drehe, dann wird es ein bisschen knallen. Ja, doch, es geht. Okay. Na, komm. Bäume. Guck mal, ein Schneegeflitzer hier. Oh, das war einmal. Macht's gleich nochmal. Muss noch mal kurz raus. Hinten habe ich kein Fahrniveau. Muss noch mal kurz raus, muss noch mal messen. Thank you.
eigentlich schon wieder bedient für heute. Das Gute ist, Hanau kann heute nicht mehr kommen, das war gestern noch. Aber irgendwas Blödes kommt heute wieder noch. Es ist 12.45 Uhr, ich bin ca. 14 Uhr, nee, später. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr sollte ich leer sein. Nicht vor Ort, sondern leer. Zugemacht. So, ich habe hier leer 20 nach 2. Darf jetzt Feierabend machen. Werde allerdings noch Fahrzeug putzen. Ein bisschen Fett an die Achsschenkel schmieren. Und ja. Dann ins Wochenende starten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr seid die besten Zuschauer der Welt. ja, ich hoffe, es hat trotzdem etwas Spaß gemacht, trotz allem. Ich weiß nie, ob ich irgendwas Interessantes zeige oder ob ich euch nur Müll präsentiere. Es sind bestimmt einige Müllfolgen dabei. Ich hoffe, dass diese hier war keine. Morgen ist Vatertag. Ich hoffe, die ganzen Papas haben den Tag gut überstanden. Wird ja schon ein paar Wochen später sein oder wird ein paar Tage später sein, bis ich das hier zeigen kann. Ein Like, ein Abo, einen wohlwollenden Kommentar. Freue ich mich immer riesig. Wie gesagt, ist kein Muss, aber das freut mich einfach. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Genießt die paar Sonnenstrahlen. Wer weiß, wie lange sie da sind. Bis denn. Tschüss. Ah. Hier ist die Sembacher Rennstrecke. Da wird in im Juli, ich glaube der 18. Juli wird hier wieder Rasenmäherrennen sein. Ich werde auch wieder da sein. Das Zelt von unserer Firma kann man gar nicht übersehen. Ich werde da drin stehen und werde die Mannschaft bekochen. Bisher hat jeder überlebt, also ich gehe mal davon aus, dass das auch passt. Also, jetzt aber. Vielen Dank, bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, bis denn dann. Ciao.